Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Ratchet & Clank Rift Apart wollen wir jetzt anzocken. Ich bin schon mega gespannt. Ich werde jetzt, so wie ich es jetzt hier aufnehme, werde ich es hochladen. Ich werde kein Intro, kein Outro machen, ich werde es nicht komprimieren. Ich nehme mit einer sehr hohen Videobitrate auf und so lade ich das hoch, weil YouTube ja. Da geht sowieso immer noch minimal was verloren, wenn die das selber auf ihrem Server komprimieren. Aber ich will halt, dass so wenig wie möglich verloren geht. Ohne HDR diesmal, weil sonst würde meine Kamera scheiße aussehen. HDR kommt aber später noch ein Video zu Ratchet & Clank, wenn wir ein bisschen in der Story vorangekommen sind. Wir wollen das ja auch im Stream ein bisschen zocken. Ist aber übersichtlich, wie viel Schaden und Energie und so. Da könnte ich mir vorstellen, da kommt, dass da vielleicht noch ein Balken, noch eine Auswahlmöglichkeit da drunter kommt oder zwei, weil Platz wäre. Die beiden grünen Balken können auch noch voll werden. Ich bin jetzt am Überlegen, also nicht sterben oder mitsterben. Also das Beet ist das Gleiche. Das ist für Anfänger, wenn man sich halt auf die Story konzentrieren will. Wir wollen die Story mitbekommen. Hier kannst du sterben bei einem Kampf und hier kannst du im Kampf nicht sterben. Das will ich mir mal angucken. Und vereinfacht und Standard. Mit den Analogsticks. Wir machen erstmal vereinfacht. Das können wir ja vielleicht auch nochmal testen. Audioeinstellung, Heimkino. Mitternachtsmodus, Mono, Audio. Ich lege fest. Mono. Ja, Mono machen wir aus, wir hören ja gleichmäßig. Ach, wir lassen das einfach mal so, Heimkino. Hier können wir nichts drücken. Untertitel, Kroatisch. Nö, aber Untertitel machen wir an. Untertitelgröße, Standard. Oh, da haben wir so ein Beispiel da oben. Ist ja geil. Da könnten sich einige mal ein Beispiel dran nehmen. Aber Standard reicht hier aus. Und mit den Farben finde ich das auch ganz okay. Barrierefreiheit. Da haben sie aber auch wieder was einfallen lassen. Ein- und Aushilfe. Coole Sache. Dieser Modus verfügt über 30 Bilder pro Sekunde und Grafikfunktionen wie Raytracing, verbesserte Beschleunigung, zusätzliche visuelle Effekte und erhöht die Szenendichte. Ein 4K-Auflösung, dieses ist Standardeinstellung. Dieser Modus verfügt über 60 Bilder die Sekunde und setzt auf Raytracing. Es entsteht ein Bild mit niedriger Auflösung, also Full HD, bei dem Beleuchtung, visuelle Effekte und Szenen angepasst werden. Heißt denn, dies ist eine alternative Version. Performance RC-Modus mit 60 Bildern die Sekunde bei zusätzlichem Raytracing einer höheren Bildauflösung entfernt wurde. Achso, die wurde entfernt. Also wir nehmen das lieber mit 30 Bilder die Sekunde. Und Grafikfunktionen wie Raytracing, verbesserte Beleuchtung und 4K. Das nehmen wir.
umkehren wollen wir nicht. Das lassen wir so jetzt alles. Und starten wir mal. Ich bin mal gespannt. Spiel noch nicht mal einen Ausschlag gibt im Audio. Ich hoffe, da ist Audio mit drin. Widerständler, meldet euch doch im VIP-Bereich eurer nächsten Aufnahmeeinrichtung zur Verhaltensmodifikation. Das macht Spaß. Spaß. Scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Wenn ich mir so eine geile... Und da ist der Infobot. Wenn ich mir so eine geile Bilder ansehe... Und Tony hat ja viele eigene Charaktere. Verschwinde und entschlüssel das Ding. Frag ich mich, warum macht Tony nicht so was wie Mario Kart mit Sony eigenen Charakteren. Das frage ich mich seit Jahren. Auch so lustig und so wie Mod Nation Racer damals. Das hat so Spaß gemacht. Wenn online mit Freunden sowas zusammenspielen. Aber nicht so was wie. Wie die Crash Team Racer, weil mit den Abkürzungen und Driften und ohne Driften vielleicht. Und dass, wenn du driftest, dass du dann mehr Power kriegst und so ganz normal nur fahren und ohne irgendwelche Power-Ups. Also nur die da einsammelst über den Würfel, dass du dann halt mal schneller bist oder den vor dir schädigen kannst oder alle kleiner werden oder sowas. Ganz normal. Das ist ja gar nicht die. Das ist der wie? Ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Oh, hat dir geholfen. Fand ich gut. Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit Jahren. Hält man uns schon für abgewrackt? Oh, was, wenn wir abgewrackt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Aber ihn hätten sie Ohren ein bisschen cooler machen können nochmal. Vielleicht auch ein paar Ohrringe verpassen. Weil sie hat ja coole Ohrringe. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade. Ratchet und Clank. Ich, Captain Copernicus Leslie Quark, bin euer Gastgeber. Und Ratchet & Clank ist definitiv nichts nur für Kinder. Ja, Freunde, es wird ein bedeutsamer Tag. Angefangen mit mir und zum Schluss ein Überraschungsgeschenk von Clank an Ratchet. Muss es die ganze Galaxie hören? Warte, ein Geschenk? Wofür? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Na, dann sollten wir doch mal los. Alles begann auf dem Planeten Veldi, als Ratchet ein rastloser Tüftler das Abenteuer suchte. In jener Nacht stürzte Clanks Schiff vom Himmel herab. Ratchet rettete den defekten. Oh, das ist nicht gemacht. Und der Rest ist intergalaktische Geschichte.
Also das, das ist wirklich ein Tutorial, wo ich sage, das ist geil. Du lernst auch neue Ratchet & Clank kennen. Und jetzt überwinden unsere Helden diese festliche Barrikade. Wer könnte je die Blag-Invasion auf Kervan vergessen? Zeigt den Fans eure Weltklasse-Scharfschützenkünste. Das heißt, sobald er sich Munition geholt hat. Achso, ja. Ich glaube, ich sehe den Lombax. Welche Szene soll denn hier nachgestellt werden? Auf deinen Kopf gibt's ein Kopfgeld, Lombax. Ratchet, ich glaube nicht, dass das zur Show gehört. Wo ist denn der Grünling? Nicht, dass hier noch irgendwo was ist. Alles kaputt machen. Hier ist nichts. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ah. Ich hoffe, es geht nicht um dein Geschenk. Schnell, wir müssen zum Anfang der Paraderoute. Oh, aktiviere Magnetstiefel! War nicht schade. Und der Ballon ging kaputt. So viel zum Lächeln und Winken, hä? Ich wette, die Blacks stecken dahinter. Oder die Kragniten. Oder, oh, Dr. Nefarius. Ach, Quatsch! Nefarius ist schon länger im Ruhestand als wir. Bisschen leiser. Jetzt überqueren unsere Helden diesen extra angelegten Ball. Auf sie, Robohund! Lautstärke, Audio-Ausgabe im Kino. Ich mache mal Mono an, mal gucken, was da passiert. Oh, da werden die guten alten Zeiten wieder lebendig. Was? Nee. Was denn? War nicht nur einer hier? Bevor jemand verletzt wird. Ich hatte extra einen emotionalen Monolog vorbereitet. Mehr Halsabschneider.
Zur Gegenwart in unserer Heldengeschichte. Ratchet, der letzte bekannte Lombax, dessen Volk in einer anderen Dimension verloren ist, wird ein geheimnisvolles Geschenk von Clank erhalten. Ich hatte eine Rede geschrieben, aber da die Veranstaltung offenbar angegriffen wird, komme ich gleich zum Punkt. Ratchet, ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre. Du bist mein bester Freund. Mein Teampartner. Und du hast viel aufgegeben, um... Ich habe den Dimensionator repariert. Jetzt kannst du endlich deine Familie finden. Oh, Kumpel, ich... Was? Dr. Nefarius? Ratchet und Clank! Was für eine wundervolle Überraschung! Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor 8 Minuten auslöschen sollten! Was willst du, Nefarius? Druckt denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? Also der Einstieg ist schon echt geil. Nefarius den Dimensionator wegnehmen. Ja, und zwar schnell. Was immer er plant, es kann nichts Gutes sein. Oh. Dass Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Das wird genau wie in alten Zeiten. Komm, sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zircon, holen wir uns eine Waffe. Waffe gefällig? Mrs. Zircon hat alles.
kann ich gar nicht. Ich drücke X im Besitz. Was soll ich denn jetzt mal angucken? Als einer Sprengladung zuzusehen, sie mit den eigenen bloßen Händen zu werfen. Zieh den Feuernabzug halt und dein Ziel zu visualisieren. Oder, wenn du es richtig eilig hast, zieh ihn ganz durch, um sie fliegen zu lassen. Schmetterbombe? Schon eher Schmetter. Booyah-ja! Tsch-tsch-bam! Das ist das Geräusch purer Macht. Und des Vollstreckers mit seinen beiden Läufen voller purer, süßer Vernichtung. Du kannst den... Ich nehme mal den. Das Ding wird sich fantastisch in deinem Arsenal. Halsabschneider im Anmarsch. Ich denke mal, wir müssen im Laufe des Tutorials ja noch die anderen alle machen. Wenn uns regnen hier. Weg mit dem Dimensionator, Nefarius. Weg mit dem Dimensionator. Ja, klar. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler, es ist ermüdend. Sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Sag mir wohl! Was habt ihr jetzt? Oh, geil. Was war das gerade? Wir könnten ein kleines Problem haben. Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg geben. Die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Ja, hast du das gesehen? Wie schnell! Da rein. Wow, zieh den Kopf ein. Das ist schlimmer.
Seht doch, es sind Ratchet und Clank. Sandhaie, von oben. Ein sehr großer Oktopus. Nefarios Schiff, wir müssen irgendwie darauf. Die Taxis an diesem Standort fahren direkt an ihm vorbei. Dann verpassen wir unseres lieber nicht. Hey, seit wann tut's der Dimensionator wieder? Ich habe Hobbys. Und ich weiß, wie viel dir die Suche nach den anderen Lombaxen bedeutet. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammengehen. Wow, das ist echt nett von dir, aber ich... Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Er will gar nicht weg. Und da oben. Ufern wirklich aus. Nefarius hat sich eindeutig übernommen. Was ist das? Oh, hey! Sieht schon geil aus, nicht? Oh nein! Bist du kaufbereit? Na, oder hältst du dich nur auf dem Laufenden? Das Universum zu erobern? Ja, aber ich wünschte, er würde sich dümmer dabei anstellen. Ratchet. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Ich finde das saugeil. Ruckzuck. Okay, auf geht's zu Nefarius. Ihr zwei?
Diese Heizabschneider taugen gar nichts. Warum habe ich meinem Assistenten auch bezahlte Elternzeit genommen? Schnell, bevor Nefarius den Dimensionator überstrapaziert. Wir müssen seine Abwehr schwächen. Hat das wehgetan? Ups. Diese Heizabschneider taugen gar nicht. Warum habe ich meinem Assistenten auch bezahlte Elternzeit genehmigt? Schnell, bevor Nefarius den Dimensionator überstrapaziert. Wir müssen seine Abwehr schwächen. Oh, hat das wehgetan? Gut. Alles gut aus! Das sah schmerzhaft aus. Seine Abwehr wird schwächer. Ja, ich war zu spät zum Springen. Kröten sind so unangenehm. Oh je, er visiert uns an. Wo hat Nefarius die denn her? Heute wird mein ultimativer Plan durchgeführt. Er ist perfekt. Und nichts wird sich aufhalten. Wie oft haben wir das schon gehört? Mindestens 80. Das ist doch egal. Heute ist es das letzte Mal. Vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen. Also, ja. Da irrt ihr euch. Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Die Dimensionen werden immer schwächer. Oh, das kennen wir. Wie schlimm ist es? Tja, ganz bestimmt nicht gut. Super. Wo sind kann ich den steuern? Keine Ahnung. Ich kann den nicht steuern. Zurück in die Tiefe mit den Armen, hast du! Eindringlinge! Runter von meinem Schiff, Ungetüm! Hab ich's geschafft, oder was? Ist das... Das ist echt viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator.
Ratchet? Oh je, mein Arm. Und? Nein. Der Dimensionator, er... Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erst mal mit. Na, warte. Ich muss meinen Freund finden. Ja, so sind die also getrennt worden. Ihr seid früh von eurer Eroberung zurück. Ja, Imperator. Ich bin so gespannt, wie das im Spiel dann sein wird mit den Übergängen. Also das war schon heftig. Wenn du die total schnell drückst, nur Kreis, zack, bumm, bist du da. Steuerung hoch, alles okay. Also ich habe die vereinfachte Steuerung. Wir werden das später nochmal spielen mit der anderen Steuerung. Ein Lombax? Wo bin ich hier? Okay. Ja. Wo steckst du, Clank? Vielleicht hat ihn hier irgendjemand gesehen. Die wollen doch nicht mit mir reden hier. Hat einer von euch einen kleinen grauen Roboter gesehen? Grüne Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich. Ich mal den Nebel hier an. Hier die Glanzeffekte. Licht. Oh. Bitte lass dahinter etwas Gutes warten. Es gibt Nefarius jetzt zweimal? Erst Clank, dann Nefarius. Vielleicht ist er auf dem Bazar. Okay, ich habe gedacht, vielleicht kann man da rüberkommen irgendwie. Da sollen wir hin.
deine Bestellung vergessen? Na dann nur herein. Miss Zorkon kann dir Waffen verkaufen, aber du musst viel unauffälliger sein, sonst kann der Widerstand nicht überleben. Der Widerstand? Oh, entschuldige, Herzchen. Miss Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen Spionage. Ich... Lass die Geisel fallen. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen... Oh, das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Beat zum Club Nefarius. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarius, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkorn. Oh, das ist ja so aufregend. Wie es im Club Nefarius wohl klingen mag... Ich finde die Landkarte auch schön. Die ist übersichtlich. Ah, oh. Rüstung. Sammelobjekte. Aussieht noch nichts. Den wollen wir haben. Oh, wei. Das Teil ist oh, so heiß. Bald erhältlich. Okay, das kann ich noch nicht kriegen. Schade. Ab sofort stehst du bei jeder Party im Mittelpunkt. Mehr kann ich nicht machen. Okay. Ich meine, hey, drehen wir auf. Irgendwie müssen wir ja da reinkommen. Ich glaube nicht, dass wir da so ein schönes Lager einfach so hinmachen. Ein Widerstandsspionbot? Klingt nützlich. Könnte ein Blick wert sein. Eine Straftat!
Eliminiert? Ich sollte lieber schnell zur Verladerampe. Ich liebe meinen Job. Dieser Spionbot muss Geheimnisse der Omega-Stufe oder sowas haben, wenn alle hinterher sind. Scheiße. Die Verladerampe muss da vorn sein. Ich habe nichts, mit dem ich darüber komme. Bis jetzt. Nicht vergessen. Teamwork heißt das Zauberwort. Na. Nicht autorisiertes Fabelwesen erkannt. Ja.
Imperator Nefarius schätzt eure harte Arbeit. Das sei gut. Ich schaff's noch rüber. Da hinten müssen wir jetzt hin. Spionbot gehört mir. Schauen Sie mal an. Du hast einen Widerstandsspionbot gefunden. Ja! Sie enthalten Infos zu verschiedenen Planeten und Pläne für eine Geheimwaffe, wenn du genug davon sammelst. Guck mal an. Untersuchen. Je eher ich Club Nefarius und das Phantom finde, desto eher komme ich zu Clay. Im bekannten Universum. Amüsante Anekdote. Das klingt ganz nach einem Club. Vorher muss ich nur diesen Phantomtypen finden. Komm nicht durch. Sieht doch aus und umrechnen. Ich dachte, irgendwie muss ich die Möglichkeit geben, da durchzukommen. Schon, Phantom, wo bist du? Hi! Ja, bist du das Phantom? Ich bin, was immer du willst, Flauschi.
Ist hier irgendwo ein Phantom? Nein, nur eine Tanzmaschine. Aufgebracht. Musik! Wie komme ich nicht weiter? Widerstandsalarm! Widerstandsalarm! Ja. Ich glaub's nicht. Die erste Missionserklärung und die Tarnung fliegt auf. Das Phantom? Ist's geht? Ich kümmere mich um sie, sonst verfolgen die das Phantom noch. Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst, Neuling. Wieso glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin? Ein neuer Tag, eine neue Chance, den Imperator. Der Widerstand steht aus dem Club. Es muss hier doch irgendwas geben, mit dem ich Phantom erreichen kann. Könntest du bitte stehen bleiben? Ist das hier so eine Art Test? Ist es, oder? Hey, warte! Phantom, bring dich in Sicherheit. Noch ein Widerstandler? Oh, ich bin den Imperator heute so stolz. Dein Widerstand endet hier. Bis jetzt ist es echt toll.
bist du nur hin? Auch die Steuerung ist übel, Neuling. Sehr einfach. Also danke. Nicht einfach. Schnell. Was ist das? Fließend. Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantomsprint. Phantomsprint? Ich kann nicht fallen, was zeitweilig nicht existiert. Oh, dann muss ich nochmal zum Anfang, dann komme ich da rein. Springen und Phantomsprint. Der Handschuh macht den Rest. Oh, geil. Keine Angst. Nutz den Handschuh, um über die Platten zu rennen. Willst du noch weiterkommen? Springen und Phantomsprint. Cool. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Das ist nicht sicher. Bleib bei mir. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Na, Lombaxe, du bist genauso stur wie sie. Warte, du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Halte durch. Es macht wirklich mega Spaß. Ja, ich habe Scheiße. Das war jetzt mein Fehler. Bin daneben gesprungen. Aber wir machen auch gleich Schluss erstmal. Wie komme ich auf das Dach? Ich komme, Clank. Halte durch. Aufrüsten klingt gut. Was du kaputt machst, wird gekauft. 5000. Siehst du, wo
zu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst. Alter Schalter. Mal die anderen dann hoch aufwerten. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Aber die Aufrüstung hast du doch schon. Blaster für den Pilz. Sind wir ein wenig neugierig? Fünftausend. Bald erhältlich. Schreib's dir auf deine Wunschliste. Das kann ich holen. Ich mach den Pilz noch. Geheimagentin Zurkon. Viel Glück da oben und Miss Zurkon. Legenden erzählen von einer Waffe mit einer Energie, die so mächtig ist, dass sie Feinde mit einem einzigen Tastendruck vernichtet. Und sie heißt der Negatron-Beschleuniger. Ja, na, den kann ich mir nicht leisten. Der kostet 5000 und der ist bald erst verfügbar. Hol dir die Aufrüstungen, wenn du das Baby hochgestuft hast. Für 1% des Jahreslohns kannst du eine bekommen. Du hast es also geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarious Spa. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarious Propaganda-Luftschiff und schicke der Stadt eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Okay. Sieht einfach aus. Wirklich echt schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ohne Kreis drücken, zack, bumm. Thank you.
sagen mehr als Worte. Endlich! Nefarius Turm, ich komme! Wow! Woher weißt du, wie man... Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay, Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefario-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Diese verkommene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Sollte klappen. Okay, jetzt muss ich nur noch... ist das schnell. Rüber zur Statue, Glitch einsetzen, ein Raumschiff holen und dann... Clank auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halt nur noch ein bisschen durch. Ich will irgendwie da hochkommen. Wo ist diese Statue nochmal? Ja. Da soll ich lang. Aber hier war doch irgendwo noch... Ah, da hinten. Die Zugangskonsole sein. Vorzudringen ist illegal. Wo kommst du überhaupt her? Genieß den Todeslaser, Rebell. Munition leer!
Ergebt dich jetzt! Rein, eure Ich bin schon wieder. Wenigstens war es eine Rundtour. Echt jetzt? Versuche dich möglichst schnell zu vernichten. Endlich kann ich Glitch an die Zugangskonsole anschließen. Mal vorher noch gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Hi. Du bist wohl Glitch. Ich bin Matchet. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht gerade besonders gut und ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Danke. Willkommen zurück, eure hochmajestätische Majestät. Und los geht's. Todesfall. Kampfmords. Fünf Planetenzerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt! Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Clank. Passwort, bitte. Ja. Hä? Hä?
wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator, ich kann dich auch einfach vernichten. Bring mir diesen Lombard! Tolles Passwort. Sich nur die Ha-Ha-Ha-Smellen merken, wie viel das waren. Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Dr. Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt. Aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir angegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je! Gut festhalten! Oh, pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Okay, also jetzt spielen wir mit ihr dann. Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten. Okay, sie hat einen Hammer. Machen wir das Gleiche. Hier eine Munition, Kit, haben wir auch hier eine Munition. Die Waffe ist auch gleich. Versteck ist ein Suchfüßler. Ich war lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Wow. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Oh, das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefario City hinzugefügt habe. Okay. Greif zu! Das ist ein echtes Schnäppchen! Ich helfe gerne, Sweetie! Das ist echt ein fließender Übergang, also von ihm zu ihr, mit Video, keine Ladezeit, ultra heftig. Offenbar geht eine Art Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Und der letzte Flitzkäfer flitzt in dieses Spalt. Interessant. In deinem Handschuh muss auch ein Spaltstrahler stecken. Okay, Cleverbot. Wo sind wir hier? Ich, eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionators. Wie kommst du auf solche Ideen? Hey, das ist Maynard, der Mordhelferbot. Muss irgendwie durch den Spalt hereingekommen sein.
Da ist der Flitzkäfer. Nein, nein, nicht verstecken. Na, Hallöchen. Erwischt. Oh, je. Vielleicht führt Maynard mich zu den Mords. Ich würde jetzt gerne aufhören, aber ich kann nicht. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! Schon gut. Siehst du, manchmal stoße ich auch nicht wogegen. Stopp! Da ist die Gelatoniumfabrik. Ich komme, Mords. Wir haben diesen Longbox und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar Fellknäuel aufhalten. Du hast circa 9,5 Sekunden, uns zu verraten. Und das machen wir noch schnell. Oh Mann. Eins. Aha, einen kleinen Moment mal. Siehst du? Sie suchen nach Ratchet. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Bolts. Ich rette jetzt meine Freunde. Hey, ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Gibt's noch einen Lombax? Verrat uns, wo dein Freund ist, Schwester. Wo kommen diese Trottel bloß her? Vielleicht wurden sie ebenfalls durch den Dimensionswirbel gesogen. Okay. Wir? Oh, als wir hörten, die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Und schwupps bist du hier und rettest uns den Hintern. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Oh, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Hier läuft's nicht gerade gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das habe ich von Zurkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zurkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Kapiert. Darf ich's mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... klar. Willkommen! Sei gegrüßt! Wie bist du hier reingekommen? Wo genau ist, hier.
Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Ist aber nicht. Oh. Oh je. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die Dimensionen zu reparieren? Na klar. Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Und wieso laufen hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Das ist eine Hebekugel. Sie reduziert die Schwerkraft von Objekten, die sie berührt. Deine Möglichkeiten verhindern offenbar, dass eine Anomalie kollabiert. Sie sehen aus wie du, weil du die Dimensionalität so interpretierst. Aber wie du sehen kannst, sind sie orientierungslos. Wenn du sie zum Meta-Terminal leiten kannst, beginnst du die Anomalie zu reparieren. Jetzt betritt das Meta-Terminal und du bist einen Schritt näher an der Reparatur dieser Dimensionsanomalie. Ich habe das Gefühl, als würden die Dinge langsam Sinn ergeben. Dimensional gesprochen. Ah, eine Tempokugel. Die bringt dich auf Tour. Ich wette, mit deinem Tempo wäre diese Barriere im Nu erledigt. Lebst du auch auf Sargasso, Gary? Eigentlich auf Savali. Ich habe im Archiv studiert. Es ist die größte Sammlung dimensionalen Wissens, die ich je gesehen habe. Grüne. Wo ist denn die grüne Kugel hin? Ob etwas Extra-Tempo meine Möglichkeiten über diese Lücke bringen könnte? Alles am Watt. Das Gerät kann meine Möglichkeiten vielleicht umlenken. Irgendwie muss man es aktivieren können. Großartig! Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Clank. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich spüre, dass ich durch diese Rätsel irgendetwas lerne. Aber ich kann nicht erklären, was. Worte kommen zu dir, wenn du bereit bist. Jetzt!
Leite deine Möglichkeiten zum letzten Meta-Terminal. Ich will dich nicht nervös machen, aber davon hängt wirklich viel ab. So richtig viel. Wenn ich diese Anomalie behebe, behebt das dann alles in dieser Dimension? Dafür breiten sich Anomalien zu schnell aus. Ich fürchte, eine Dimensionskatastrophe tritt ein. Wir können sie nur noch mit dem aufhalten, das sie bewirkt hat. Der Dimensionator? Genau. Aber wenn dir das Reparieren von Anomalien hilft, die Dimensionalität zu verstehen, wirst du bald genug gelernt haben, um uns alle zu retten. Ich frage mich, ob ich all das letztendlich lösen können werde. Warum sagst du das? Es ist schon lange her, dass ich ein Held war. Und nach allem, was mit dem Dimensionator passiert ist, bin ich besorgt. In Zeiten großer Belastung, bei mir also eigentlich immer, hat es sich stets bewährt, Dinge Schritt für Schritt zu machen. Konzentrier dich auf das, was vor dir liegt. Nee, da ist noch einer. Achso, weil ich hier höher springen muss. Okay. Dann nehmen wir das. Und das. Und das. Fühlt sich leichter an als Luft. Ist denn eine Grüne hier drin? Ob etwas Extra-Tempo meine Möglichkeiten über diese Lücke bringen könnte? Irgendwas nicht hin. Ah, den Speed habe ich schon, habe ich noch oder was? Ob etwas Extra-Tempo meine Möglichkeiten über diese Lücke bringen könnte? Achso, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Dann können wir das umschalten. Sind einen Schritt näher daran, die Dimensionskatastrophe zu verhindern. Ich find's cool hier mal. Fast bei 2 Stunden, viel zu viel. Und ich so, hör zu, Mord. Du, Mord und Mord, versteckt lieber die Limonade, bevor Mord kommt. Wow, du hast sie gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht genau. Rivet, wie geht's dir, altes Haus? Überraschung.
Das war heute ein Tag, ich sag's dir. Mein Trip nach Nefarious City lief total. Jetzt müsste Herr Richard auch auftauchen. Ach, überlass das mal ruhig der alten Mord. Also, sofern du das Teil dabei hast, das ich wollte. Ich bring das alte Ding wieder in Topform. Ich muss nur die Brücke runterlassen, dann bringe ich dich in mein Versteck. Ach komm, ins Versteck gehen wir noch. Was dann dort? Das erfährst du schon noch. Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist es Qualität. Warum greift ihr uns an? Wie hast du das gemacht? Du hast genug Munition. Und ein sturer Grundtor bist du auch. Ich komme schon hinüber. Sag nicht, mein Handschuh-Dingster kann mit diesem Spaltdingster interagieren. Dein Spaltstrahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Wo kommen die Köter wieder? Oh, mach doch Köter.
einer Düsentaktfunktion, Bolts. Die hab ich auch. Komm. Brücke runterlassen. Wow, danke, Ribbon. Ja, komm schon, Brücke. Echt jetzt? Türenfriede auftauchten. Es muss noch einen anderen Weg rüber geben. Ach, die Schnecke wieder. Vielleicht bereue ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkick? Was soll damit sein? Steht ein Grundtor im Weg. Und schon bereue ich es. Komm schon. Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Schon wieder so ein großer. Komm her hier, komm, komm. Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mordsdruckschlössern. So, wieder vier zu sammeln. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Yep, die Mords sind halt sonderbar. Scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar.
über dich heraus. Könnte ich nur mit Ratchet reden? Home sweet home. Wieso willst du mir nicht vertrauen? Hör zu, ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxe zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug. Sobald ich dich und den Infobot aus Nefario City scanne. Okay, also sind wir jetzt zu Hause. Erstmal sicher. Das ist wirklich absolut unnötig. Also ehrlich. Wie ich dir versichert habe, wiederholt. Dein Nefarius, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Und der Lombax, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Ich dachte, Roboter sind... Nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Ups. Ich kann ja nicht mehr aufhören. Ich würde am liebsten jetzt weiterzocken. Ey. Ich will nicht weitergehen. Flugstabilisator auf dem Rücken. Wenn ich da rankomme und draufschlage, stürzt das Ding ab. Ich bin nicht beeindruckt.
Notversorgung lockt der Flugstabilisator mal wieder. Ja. Was? Nein, mir entkommst du nicht. Es ist unmöglich, den Tod zu entgehen, Lombax. Ah, gleich fertig. Noch schon wieder die Schnecke. Setz Amphibien-Sprengstoff ein! Wirf, was immer du willst! Du entkommst mir nicht! Ich muss Bord retten! Na, wo können wir hier jetzt hoch? Ich komme nur an den Flugstabilisator, wenn ich dem Ding auf den Rücken springe. Alles klar, Bolts? Du bist mir gefolgt. Danke. Ja. Tja, wir haben wohl doch noch was zu erledigen. Mhm. Oh, sehen wir nach, ob Mort das Schiff geflickt hat. Übrigens, soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Das wäre erfreulich. Nicht so, jetzt würde ich hier aber dann echt nach dem Angezockten mal einen Cut machen. Ist ein bisschen extrem lang geworden, ein bisschen viel sehr lang geworden. Grafik, Sound, Story, mega geil. Die Übergänge, ich hab mir das auch nicht so flüssig vorgestellt, muss ich jetzt dazu gestehen. Wir haben alle den E3-Trailer damals gesehen und dachte, das ist jetzt einfach nur so halt in der Videosequenz. Aber dass das wirklich so flüssig ist, man visiert das an, zack, bumm, zieht sich das dahin oder switcht dann halt zwischen den Dimensionen hin und her. Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also, dass das wirklich so ist und vor allen Dingen, ihr habt jetzt gesehen, wir haben von Anfang, wir haben jetzt 2 Stunden noch was gespielt, wir sind von Anfang bis jetzt, da hatten wir keine Ladezeit. Wir haben Ratchet gespielt, wir haben Clank gespielt, dann haben wir den kleinen Roboter gespielt, den Ratchet hat, dann haben wir sie gespielt, dann haben wir den Clank gespielt,
Wir waren auf einer schleimigen Schnecke, sind rumgeflitzt. Wir hatten nur unsere Videosequenzen, die zur Story gehören, dazwischen. Aber sonst haben wir in der ganzen Zeit jetzt nicht einmal innerhalb von 2 Stunden irgendeine Ladestation gehabt. Und wir waren auf 2 Planeten, also 2 Levels. Also, echt Hammer. Und die Steuerung, wirklich, ich habe jetzt die vereinfachte Steuerung. Man kann natürlich jetzt auch noch mit linken und rechten Analogstick nehmen. Das werde ich später dann mal testen, wie die Steuerung sich dann verhält und ob man da dann besser mit klarkommt. Und mit dem Ausweichen muss ich noch ein bisschen mehr schneller machen. So reagiert die Steuerung sehr direkt und sehr schnell. Ich bin nur nicht schnell genug, um auf Kreis zu drücken, meistens. Alles läuft wunderbar flüssig. Die Stimmen sind klar und deutlich zu verstehen, die Umweltgeräusche sind klar und deutlich, die Musik, die Lichteffekte, die Grafik, alles ist ein Hammer. Also 4K, 30 FPS mit HDR und Raytracing und allem drum und dran auf jeden Fall. Also bei mir, also ich weiß nicht, wie es bei euch dann aussieht, weil ich kann es jetzt nur in 4K aufnehmen, so wie ich es jetzt hier spiele, aber halt ohne HDR. Das kommt dann später noch, da werde ich 4K HDR für euch aufnehmen. Aber so, absolut der Knaller. Ich kann es echt nur empfehlen und ich freue mich schon drauf, das durchzuspielen mit euch. Das werden wir dann im Stream machen. Ich würde mich jetzt hier dann auch von euch verabschieden, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.